Hallo und willkommen zurück zu Returnal. Lange ist her, dass ich das Spiel angefasst habe, aber ich habe gedacht, ich probiere mich nochmal. Wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt schon mittlerweile 46 Minuten im Game drin. Und ja, ich habe mir jetzt mit dem Zocken Zeit gelassen. Wie ihr sehen könnt, drei kleine Mini-Packs da unten und eine große. Ja, was mein Fehler immer war, dass ich die Sachen nicht eingesetzt habe. Also, ich habe gekämpft, ich war im roten Bereich und ich habe die Mini-Kits nicht eingesetzt, obwohl ich die hatte. Das war ja auch das Problemchen im letzten Video, was ich denn vor grauer Zeit gemacht habe. Und ja, ist schon lustig. Ja, ich guck mal, wie ich mich jetzt schlage. Ich weiß noch, dass ich hier irgendwo mein Ende gefunden habe. Irgendwo hier so. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Da ist unser großer schwebender Freund schon wieder. Wenn er das ist. Oder auch nicht. Nee, sind nur die Tentakeln. Läuft. So. Ja. Bin noch mal zur Besinnung gekommen. Ich habe gedacht, ich lege noch mal Hand an das Spiel. Ja, um es denn doch noch mal zu probieren, weil irgendwie muss man das ja auch als Dulli-Dudel wie ich denn auch einfach mal schaffen. Und hui, schön, schöne viele grüne Kreuze kommen euch denn da auch an. Ja, guck mal, kommen wir schon noch mehr Gegner. Da haben wir sie ja schon. Ja, wie gesagt, ich habe immer einen Fehler gemacht. Ich bin immer vorgeprescht und wollte so schnell wie möglich. Und ja, jetzt, da ich eine gute Waffe habe, da ich jetzt eine gute Waffe habe, wir können ja mal schauen. Eine 7er Sternwaffe. Habe jetzt so gesehen 4 Medikits. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange die Reise hier jetzt noch geht, wie weit ich nach oben muss. Ich denke mal, wenn ich oben angekommen bin, dann kommt es zum Kampf, Endkampf oder Bosskampf denn wieder. Wir können uns ja mal eben die Map angucken, wie weit ich jetzt denn schon gelaufen bin. Das ist einmal die gesamte Map, die ich jetzt schon hinter mir gelassen habe. Da muss ich hin. Also weit ist es nicht mehr. Ja, und das habe ich denn alles denn mal eben gespielt. Hier ist das Außenareal. Also hier fängt man, hier ist das der Anfang und dann geht man hier einmal so komplett rüber. Ja, hier fängt das denn schon. Kann man da nicht reinzoomen? Ja. Ach, weiter geht gar nicht. Okay. Kommt, weil ich jetzt hier schon so weit oben bin. Ja. Da unten, hier wo dieses langgezogene Gerade ist, da kann man rein, da geht es in den Turm rein und dann geht es à peu, Etage für Etage nach oben. Ja, jetzt bin ich denn so gesehen hier und
Ja, jetzt werde ich mich denn mal an den Sachen hier versuchen. So wie sich das anfühlt, ist hier kein Gegner, aber hin und wieder respawnen sie ja dann auch nochmal neu. Gucken. Ich glaube, hier kann ich jetzt auch gar nichts machen. Ich muss jetzt wirklich da rein, in die Höhle des Löwen. Was ich im letzten Video zwar angeschnitten hatte, aber nicht weiter erzählt hatte, ist, ich habe es denn doch mal gewagt, mir ein Video bei YouTube anzugucken. Er hat da nicht explizit gespielt, er hat nur seine Erfahrungen so geteilt und er fand das Spiel geil. Für ihn war das einfach, hat er gesagt. Er hatte auch schon Erfahrungen in anderen Spielen, die so ähnlich waren wie Returnal. Gut, dann ist das natürlich auch alles ein bisschen was anders. Ich habe mich quasi gesehen selbst ins kalte Wasser geworfen mit dem Spiel hier. Ich habe mir so keine Gedanken über das Spiel gemacht. Ich hatte auch gar keinen Plan, was mich genau erwartet in dem Spiel Returnal. Wo habe ich die Hülle? Da ist sie. Ja, hier steht nur auf der Rückseite drauf, und das hat mich eigentlich schon ganz positiv angesprochen. Hier steht drauf: Kämpfe auf einem lebensfeindlichen und sich ständig verändernden Alien-Planeten ums Überleben. In diesem Roguelike-Shooter ist jeder Fluchtversuch ein neues Würfelspiel. Habe ich mir so keine Gedanken drüber gemacht. Ja, hätte ich mir das mal gemacht oder hätte ich mich ein bisschen schlau gemacht, wäre ich jetzt eine ganze Ecke schlauer, dann hätte ich das eventuell nicht gespielt. Ja, aber na gut. Weil das Game ist schon was für die Hardcore-Zocker unter euch. Also das ist habe mir, wie gesagt, ein Erfahrungsvideo angeguckt oder angehört, kann ich mal sagen. Dann habe ich mir nochmal ein Let's Play-Video angeguckt, wo wirklich einer in, was war das, 4 Stunden das komplette Spiel durchgespielt hat. Im ersten Land ist er, glaube ich, einmal gestorben. Und ja, man kann das Spiel also auch komplett in 4 Stunden einmal durchspielen. Nehme ich mal an, dass es in 4 Stunden machbar ist. Ich habe mir das Video nicht ganz angeguckt. Aber so wie der da durchgerannt ist, habe ich gleich gesehen, alles klar, der hat sowas öfter schon gespielt. Ja, ich ja nun hingegen gar nicht. Ich würde ja nun gerne. Das nutzt mich jetzt so ein bisschen, dass ich da nicht ankomme. Das. Oder komme ich da doch an? Ach, Leutchen. Einfach mal gucken und den Weg finden. Es ist so geil. Manchmal ist es ganz simpel. Oh, was haben wir denn hier? Was Neues? Ja, gut. Bonusschaden ist die hoch, aber die. Ich finde die einfach nicht geil. Ich kann mich mit der Waffe auch nicht anfreunden. Ja, da kommt man echt nur hoch, wenn man einen Haken hat. Shit. Wenn man den kriegt, weiß ich nicht. Bin ja schon froh, dass ich das Schwert habe, dass ich Nahkampfangriffe machen kann. Finde ich auch schon mal nicht schlecht. Mädchen, Alter. Ey, Bagger. So, dann kommt der Base. Ja. Oh, nice. Das ist doch auch alles irgendwie. Wenn man dabei ruhig und besonnen bleibt. Ja. So.
Da muss ich hin. Verdammt. Ja. Das ist jetzt lustig. Ja, das ist mir zu viel Harakiri. Das ist mir zu dangerous. Bin ja schon froh, dass ich jetzt hier wenigstens eins gekriegt habe. Ach, da oben bist du. So. Soll erledigt. Ha! Habe ich es ja doch geschafft. So, jetzt habe ich jetzt schon. Das ist aber nett. Jetzt habe ich dann schon fast eine Stunde. Für den Mann. Was ist das hier? Ach, das geht gar nicht. Ja, super. Das ist ja fies, ey. So einfach. Sicher. Ausruhen. Ja, cool. Wird dadurch denn. Ich guck mal. Mal sehen, was passiert. Voll aufgeladen bin ich zwar, aber ja. Ach, ist das herrlich. Ja, ich denke, das ist unser nächster Endgegner. Nächster Bossfight. Das wage ich lieber nicht. Ich bin hier, habe gerade so schön viel Energie aufgeladen. Schub reaktiviert. Cool. Ja, so, was erwartet mich hier in dem Raum? Okay, ich muss da irgendwie hochkommen. Aber da kommen bestimmt wieder tausend von Feinde. Ich weiß es jetzt schon. Einer ist da schon. Aber was ist das? Ist das ein beweglicher oder ist das nur eine Kanone? Oh, nee, ne. Oh. So, jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Normalerweise meine ganzen Fasern im Körper sagen, benutzt dieses doofe Midi-Kit, auch wenn es so ein kleines ist. Aber es ist die Frage. Sind die jetzt beweglich oder sind das Kanonen? Das ist jetzt die Frage. Okay, der bewegt sich, also ist das ein Gegner. So, da gehen wir auf Nummer sicher. Wenn wir schon drei haben, dann will ich die drei auch einsetzen.
Jetzt ist die Frage, was ist das für eine Waffe? Was ist das für ein Pfeil? Ist das wieder so ein blauer hier? Gut, da sind schon wieder Laserschranken. Was ist er denn? Nicht, dass ich hier gleich wieder in die Falle von so einer Kanone rein bin. Ah, so einer ist das. Heiliger. Ja, lustig. Das ist das Schöne, wenn man denn eine Laserwaffe hat. Wo ist der Rude denn? Der ist da oben. Aber ist der beweglich? Ist das jetzt eine Kanone? Nee. Das ist ein Lamonster. Komm, einen nehmen wir noch. So. Perfekt. Nicey. Oh, aber das kriege ich nicht kaputt. Ha, wie blöd ist das denn? Schön, wie komme ich denn da jetzt hoch? Eins ist hier drin. So, da ist ein Laserschrank. Da kann ich zwei Kisten öffnen. Okay. Alles klar. Ach, da oben ist so ein gelbes Teil. Da brauche ich den doofen Haken wieder, um da hochzukommen. Ja, na super. Ja, vielen Dank auch. Oder kann man hier hoch? Gut, von vier ganzen Medikits sind jetzt noch zwei übrig. Oh, Moment. Ha! Cool. Ah, Moment. Ah, oh, das ist wieder so vergiftet. Shit. Verdorbenes Harz. Ja, okay, super. Da drüben war da auch noch irgendwo was, oder? Ja. Ach, da komme ich jetzt auch so. Warum nicht? Doch. Achso, da wird mir jetzt die Energie nicht aufgeladen, da geht extra dann. Du bist ein hässliches Schweinchen, ey. Welchen Loch kommst du denn gekrochen, ey? So, jetzt können wir. Hier lang gehen, weil die anderen kriege ich nicht. Na komm, zeig mal an hier. Ja, ich mache mir das jetzt echt ganz einfach. Ich gehe da jetzt erstmal mit Vorsicht ran. Wie weit bin ich denn jetzt? Oh, cool. Ich muss nur noch da hoch und dann habe ich ihn. Ja, wie geil ist das denn? Und dann sind hier auch noch zwei Kreuze. Okay. Die könnte ich mir eventuell mit viel Glück. Ja, gut, das eine ist schon wieder zu weit oben. Ja, gut, das eine hole ich, kann ich mir wahrscheinlich nicht holen, aber das eine hier unten. So, jetzt ist die Frage, was erwartet mich hier denn jetzt? Wo ist er denn? Da läuft er rum. Okay.
für. Das dauert aber lange, bis das aufgeladen ist. Gut, ich probiere das mal, ob der Laser auch da funktioniert. Also, da hilft auf jeden Fall der Laser ganz gut. Da muss man aber auf jeden Fall. Moment, was muss die Waffe denn haben? Ich habe 8 Ether eingesammelt. Cool. Die Waffe muss haben ein Laserstrahl als Alternativfeuerwaffe, also als Alternativfeuerschuss. Die brauchen einen leeren Strahl. Ich habe, das ist ein Laserstrahl. Ja gut, hier heißt es anders. Für mich ist es ein Laserstrahl. So, fertig. Kann man hier irgendwie was abkürzen? Nee, ne? Oben komme ich nicht hoch. Alles klar. So, dann laden wir auf hier, Schätzchen. Ich will wissen, ob ich da jetzt durchkomme. Ja, das wird nichts. Alles klar. Dann muss ich hier. Das muss aber auch schnell gehen. Wie viele sind denn das? Ach, das wird hier gar nicht angezeigt. Muss ich das jetzt echt hier erstmal rummachen? Wird der selbst denn nicht angezeigt? Das ist aber ja Schweinchen. Oder mache ich das mal ganz? Gut, jetzt bin ich einmal getroffen worden. Oh. Das wird jetzt ein Hardcore-Weg. Jo. Was war das, ey? So, und jetzt ist irgendwo da oben, glaube ich, noch eins, aber ich glaube, da komme ich nur hin. Glaube ich. Oder auch nicht. Schon wieder richtig lustig. Ey, wie muss ich denn hier los? Da muss ich da. Muss irgendwo hier. Ja, da oben muss ich hin, aber da muss ich den Haken wieder haben. Verdammt. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber es wäre jetzt echt so geil, wenn man eine Speicherfunktion hier hätte. Das ist das, was mich so richtig natzt, Alter. Das killt meinen Kopf richtig, ey. Dass hier nicht gespeichert werden kann. Aber die können doch jetzt nicht von einem erwarten, dass man hier jetzt das Spiel nonstop in ein Straight durchzockt. Oder wie erwarten die das jetzt von einem? Gut, wenn man jetzt beim Endgegner dann nippelt, dann klar, dann wird einem der Weg zum Endgegner wieder gezeigt. Und man kommt da wahrscheinlich auch wieder fix hin. Aber dann muss man sich da durch die ganzen Welten schlagen. Naja. Gut. Weiter geht's nach oben. Mal sehen, wie weit es denn hier jetzt noch geht. Oh, jetzt komme ich in die Arena. Nee, fast. Schade. Hätte ja auch klappen können. Oh, da brauche ich wieder ein Harnrohr, ey, du. Ey, das ist das, was mich so nervt, dass ich das Ding nicht habe. So. Jetzt bin ich Ziel hier. Erreicht. Bin endlich oben. Die Energiesignatur ist hier.
Aber ich habe schon gesehen, da oben, da lauern schon die ganzen Viecher. Oder ich habe keine Ahnung, was da oben lauert. Gut, wenn ich da jetzt rüber hops, dann gibt es auch kein No Point of No Return. Wird mir nichts angezeigt, aber ich habe gesehen, die sind hier oben irgendwo. Und da oben muss ich hin. Ah, da kommt ein Bossfight. Da kommt ein Bossfight. Oh, shit, ey. Ey, Leute, überleg mal, wie hoch ich jetzt hochgekraxelt bin. Ich bin von da nach da durch die ganzen Gänge und jetzt hier. Ey, Alter, wenn ich jetzt hier nippel, ne, und das passiert bestimmt. Ey, Alter. Boah, Alter. Ey, was? Also, ich bin ja mal gespannt, wie lange ich denn brauche, bis ich wieder hier an dieser Ausgangsposition bin. Gut, ich bin jetzt mit diesem Teleportationsgerät hier raufgesprungen. Jetzt ist natürlich die Frage, wann. Wo, wie viel ich beim nächsten Mal erkunden muss, dass ich wieder hier bin. Also ich gehe mal davon aus, dass es jetzt ein Bossfight wird. Im Dschungel war das ja ganz easy. Da hast du, glaube ich, wenn es gut lief, hast du nur einen Raum gehabt, einen Gegner gemetzelt und dann warst du schon wieder, konntest du durch das Tor gehen, hier in die zweite Welt. Aber wie läuft das denn hier? Oh, Alter, das wird jetzt aber richtig geil werden, ey. Gut, zwei Midis habe ich, ein kleines und ein großes. Läuft. Dann mal los. Also ich renne da jetzt auch nicht mehr so rein, so wie früher. Ich lasse mir jetzt echt Zeit. Ich weiß nicht, ob ich die leben lassen soll. Das ist schon mal ein Teleporter. Bräuchte ich jetzt einen Haken? Ach, hier. Ach, wie geil. Ha, da komme ich in die nächste Welt rein. Oh, ey, ja, geil, ey. Ja, mir spannend ist es. Aber ich habe gar keine. Ich will gar nicht so schnell laufen, ey. Nicht, dass sie doch noch mal irgendwo was runtergeflattert kommt. Wie wir erblickten zahllose Arme, die nach dem Schöpfer Zerstörer griffen. Einem Wesen, das wir nicht verstanden, aber selbst nach zahllosen Festmählern an seinem Verstand waren sie nie zufrieden. Durch das Verarbeiten könnte es ohne Leid für alle Ewigkeit entkommen. Okay. Oh Mann, ey. Ja gut, scheiß drauf. Ja, wenn ich hier jetzt runter nibbel, ja gut, dann ist tot. Gut. Nein. Oh, das war knapp, ey. Den Sprung hätte ich nicht geschafft. Macker. Da ist mir hier gerade so ein bisschen der Köttel in die Hose gerutscht, ey. Ey, das gefällt mir gar nicht, ne? Dass hier keine Gegner kommen. Ich
Was ist das denn? Nee, 7er Waffe, ja, nee. Nein, danke. Oh, das ist jetzt aber echt eine fiese Nummer, ey. Wenn das jetzt wieder genauso läuft wie beim ersten Endgegner, dass ich wirklich x Versuche brauche, um hier herzukommen. Boah. Ja, gut. Muss man halt mal gucken. Wie viel Zeit habe ich schon gedaddelt? Das sind jetzt schon 31 Minuten. Wahnsinn. Ja, ich muss gegen ihn kämpfen, nützt nichts. Flugfähige Fauna entdeckt. Was wächst da aus ihr heraus? Boah, was ist das? Alter. Nein! Cool. Aber das war ein geiler Fight, ey. Ist auf jeden Fall machbar. Ja, okay.
kehren ins rote Ödland zurück. Toll. Ja, wie ihr sehen könnt, alles wieder schön straight von vorne. Wo ist er denn? Oder ist er? Ne, da ist er. Oh Mann, ey, wenn diese Dulli-Waffe hier nicht immer so schnell leer wäre. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich echt mal gespannt. So, hier ist das nächste Level. So, that's nice. So, irgendwo. Ach, hier ist wieder so ein Tor. Da oben ist er. Gucken wir mal. Ja, alles ist besser auf die, bis auf die Kanone. Ja, wobei ich sagen muss, die Pumpgun ist jetzt auch nicht gerade prickelnd, aber... Ja. Oh, ich habe gerade wieder voll den Debris, ne? Ey, das könnt ihr euch nicht vorstellen, Leute. So, das meine ich. Also, jetzt ging es wieder schnell mit dem... Und Meister, was sagst du? Ach so, ich bin jetzt noch in diesem Schutzraum, okay? Warte. Ob ich das jetzt alles noch mal so gut hinkriege? Boah. Besiege Ixion. Okay, ja gut. So heißt er also. Guti. Ja, und jetzt ja, zeigt das Ziel natürlich nach oben. Ich mache jetzt erstmal einen Cut und dann würde ich sagen, wenn ich es schaffen sollte, nochmal zum Endgegner. Also mein nächstes Video wird dann auf jeden Fall wieder da starten, wo ich denn kurz vom Endgegner bin, dass ihr dann auch wieder... dabei seid, würde ich denn mal sagen.
Ne? Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.